So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Watch Dogs 2, wo wir ein bisschen wieder Terror schieben. Ey. Oh, was ist da jetzt? Ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken, wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Hm. Der Ex-DedSec-Hacker. Default, das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Mhm. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Okay. Übel, Mann. Geile Kacke. Dein Ernst, Alter? Hallo? Sitara? Josh? Bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Okay. Komisch. Echt seltsam, ne? Auf einmal hier alle Cops auf einmal so am Abgehen. Mega, mega crazy. Das heißt aber, dann suchen wir uns das gleich mal. Oh, ich bin hier drüben, achso. Nebenoperation. Lost in Translation. Noch ein Trafahrer, okay. Hm. Schon cool, was es hier alles gibt, ne? Dann machen wir das hier. Also ich denke, bei diesem Spiel werde ich noch Ewigkeiten dran sein. Alter, ich werde wirklich getrollt, aber hart, ey. Richtig hart. Übel, Mann. Wahrscheinlich wird gleich die Fahrzeugsteuerung gekapert oder irgendwas. Das ist echt krass, also... Richtig übel, was hier gerade so abgeht. Die Sachen, die einfach so durchlaufen, ne? Tja, wenn wir halt gehackt werden. Aber gut, irgendwie war es doch klar, dass man uns mal auf dem Kieker hat, wenn es so weitergeht. Also das Bremsverhalten und Kurvenfahrverhalten von diesem Sportwagen ist echt nicht der Ball. Ah, da oben ist die Katze wieder. Das ist geil, ey. Ja, ich bin gespannt, was das ist. Wir fahren aber erstmal. Oh, das gibt einen Kratzer, du. Kann ich tanken? Sollte ich tanken? Nee, aber ich glaube, das ist eine neue Nebenoperation, ne? Oder? Hm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe mal hin, weil alles, was so gelb ist, ist eigentlich irgendwas, was wir noch nicht haben, bin ich der Meinung. Da drin. Ah, okay. Forschungspunkte entdeckt. Ne? Wollen wir auch mal gucken, ob wir den kriegen. Und jetzt? Diese scheiße liegende Katze, ey. Was haben wir hier? Okay, mal sehen, wie die Banken mit Kellys Exploit klarkommen. Das macht einfach zu viel Spaß. Willkommen bei neuem CDUSB-Bankautomaten. Ich spreche mit einer verdammten Maschine. Geil. Willkommen, Mr. Johnson. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Leck mich. Gib mir einfach mein Geld. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Johnson. Ein Bonus von $200 wurde. Was? Ja, und wer es glaubt, wird selig. Echt jetzt? Okay, ich nehm's gern. Klar, wer nicht, ey. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten einen Bonus von $1,000. Was? $1,000? Tja, davon zahle ich keinen Unterhalt. Happy Hour, jetzt komm ich. Wie geil, ey. Nicht schlecht, oder?
Irgendwie muss ich da mit dem. Warte mal. Achso, jetzt geht's erstmal hier was. Quadrocopter zurückgerufen. Hä? Achso, wahrscheinlich, weil jetzt gerade die Mission zu Ende geht. Ferngesteuerte hier nicht einsetzbar. Warum nicht? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Hier vielleicht? Ferngesteuertes. Das geht gerade anscheinend nicht, okay. Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Aha. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Okay, nicht gut. Der Polizeichef warnte, dass CityOS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit allen legalen Mitteln gnadenlos bekämpfen werden. Hm. Ich habe mir nicht so ein gutes Gefühl, ne? Also wir müssen nach da oben, das sehen wir. Aber ja, da ist da drin. Aber kann ich jetzt dann irgendwie ins das ein, ich kann es immer noch nicht einsetzen. Warum? Macht das so gar keinen Sinn irgendwie. Da kann ich nicht hochspringen. Ist doch kacke, was soll das denn? Also jetzt komme ich da nicht hoch, weil... Keine Ahnung was. Warum geht das nicht? Und warum geht das generell nicht? Das würde mich gerade mal so interessieren. Also so wirklich richtig interessieren halt, ne? Okay, also das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen Kastenwagen suchen. Oh, was ist da los, Mann? Alter, die gehen gleich richtig aufeinander los, fertig drauf. Gucken, jetzt haben wir alles angehalten, ich hoffe. Ja gut, okay, hier ist kein großer Wagen dabei, ne? Ja, schade, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, weil da eben war ein Kastenwagen, aber der ist wieder weggefahren. Dann nehmen wir den hier. Gucken wir erstmal, dass wir den ranfahren. Toll. Sehr geil. Also klar, der bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich komme da garantiert nicht oben rauf. So hoch kann ich springen. Das ist irgendwie... Ich verstehe es nicht ganz. Und ich kann mir aber keinen LKW herbestellen, oder? Wir gucken mal kurz. Vielleicht finde ich ja was. Halt, warte, was ist das denn? Das ist gut, Mann, das ist gut. Gott, gib mir Kraft. Bitte, 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 lass das Auto groß genug sein. Ist ja komisch, ich hoffe es wirklich, dass es groß genug ist. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Da klaut jemand ein Fahrzeug. Toll. Das CityOS ganz großes Kino. Ne, das reicht immer noch nicht. Gibt's es denn? Na, lauf weg, los! Los, Marcus, lauf! Aber guck, wie die Wand eben an der Seite benutzt hat, hä? Immer noch nicht. Warum kann ich das hier nicht einsetzen? Ne, jetzt, wenn ich das mache, kommt diese Katze, also... Also anscheinend. Also, es muss so irgendwas damit zu tun haben. Also... Werden wir wohl erstmal wieder zurückgehen zur Base. Hier zum HQ. Machen wir Schnellreise dahin. Das nervt mich ja jetzt richtig hart, ne? Also das finde ich kacke, sowas. Warum kann ich das nicht einsetzen? Seltsam. Na egal. So, jetzt soll mir bitte mal einer erklären, was es hier diese komische Katze auf sich hat. Also was die macht. Oh, Sequenz gleich. Muss so ein bisschen mehr sein. Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich Ihre erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? That's that. Lenny. Sieht aus wie eine Tussi. Die eure Newsfeeds spammen. Sie
Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Hört doch an wie eine Frau. Das hört jetzt auf. Ja, so eine Frau. Jetzt DedSec, eine Lektion. Und DedSec, wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Tja, dann bitte erlaubt mir, dass ich mich jetzt vorstelle. Können wir es nicht einfach erschießen? Sag, dass das nur Kiki ist. Es ist nur Kiki. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still, verdammt! Oh. Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DedSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen! Wir müssen das clever angehen! Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. Super, ey. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Was hat er? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachrichten in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Das ist sein Wort, ey. Seit dieser einen Mission, er dreht da total durch. Ja. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Was wollen wir machen? Ja, ich bin dafür nicht zu unterhalten, sondern wir polieren ihr einfach die Fresse. Kann ich mich die Tür aufmachen? Leute. Alter, ich komme nicht raus, Mann. Echt jetzt? Ich muss jetzt hacken, um den Schlüssel zu kriegen? FBI Terroristen jagen? Das plant die Behörde offensichtlich. Wegen zunehmender Cyberangriffe und der Integration von CTOS in die Stadtinfrastruktur ergreift das FBI Maßnahmen zum Schutz dieser Technologie. Ein Kongressbericht enthüllt, dass das FBI erweiterte Rechte fordert, um an bestimmte Techniken von Hackergruppen zu gelangen. Das FBI will Hacker und Hackergruppen identifizieren und kennzeichnen, selbst wenn diesen keine Straftaten nachzuweisen sind. Befürworter der Informationsfreiheit halten diese beispiellosen Forderungen für eine Bedrohung der Bürgerrechte. Na, so ein bisschen, ne? So, warum kann ich jetzt meine Drohne nicht einsetzen? Marcus, hast du eine Sekunde? Klar, was brauchst du? Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten, die er ausspuckt, sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Okay, gehen wir mal direkt hin, instant, ne? So, dann sag mal, was los ist hier. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Hey, ich will mit Josh reden. Das gibt's doch nicht, ey. Und ich komme hier nicht raus, weil ich an diesen Schlüssel muss. Ich kann aber das ferngesteuerte Fahrzeug hier nicht einsetzen. Ich kann hier generell nichts einsetzen gerade. Ist das Kacke oder was? Was ist hier los, Mann? Also bleibt mir nichts anderes übrig, als schnell zu reisen. Okay. Was ist hier diese fette, widerliche Hackerkrieg? Kann ich jetzt zur Rede stellen. Ja, wir verfolgen das, aber ich muss hier irgendwie raus. Kann ich hier in schnell reisen? Nee. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann ja nichts benutzen. Ich Schnellreise, das ist gut, ist gut. Das passt. Dann reisen wir halt dahin schnell und fahren von dort aus mit der Karre irgendwie zu Lenny, hauen der Alten richtig auf die Fresse, ja, so richtig derbs auf die Fresse.
rasieren ihr die Haare und reißen ihre verschissenen Plugs raus. Ah, ihre Tunnel da. Wahrscheinlich auch Fake-Tunnel. Ja, und dann lassen sie die Scheiße fressen, genau. Richtig, richtig gut, ey. Bin ich echt dafür. Oh. Komm, unser Kombi an hier. Richtig weggelascht, die alte Schlampe. Oh, sowas kann ich nicht leiden, ne? Solche. Es ist sowieso solche richtig widerlichen Charaktere. Und wenn das dann auch noch solche sind, dann ist so, und für Geld dann. Oh, geht gar nicht. Und dass diese fiese Bastard-Hacker-Gruppe ist, haben die einfach nur richtig krass auf die Schnauze verdient. Ich finde sowieso, wir sind hier zu handzahm. Wir müssten viel mehr hier richtig durchtreten. Ja, also. Einfach mal. Wow! Oh, knapp. Einfach mal den Leuten zeigen. Eigentlich ganz ehrlich, wir sind zwar derzeit, aber wer sich mit uns anlegt, ist einfach mal tot. Definitiv tot. Aber dann, wir sind ja so eine Anti-Gewalt-Szene hier, ja. So, hey, Mann, ich habe mein Notebook dabei und mein Skript-Kiddy-Book und dann geht's rund hier und dann schaue ich mir Nerd-Sachen an. Man kann trotzdem ein bisschen Gewalt walten lassen. Also, warum nicht? Man kann sich auch nicht alles gefallen lassen. Man sieht ja, wo es hinführt, ne? Wenn man die ganze Zeit so, ich werde dann lieber Blümchen oder rede bei meiner nächsten Therapiesitzung einfach darüber oder meditiere noch etwas, was mich da bewegt. Scheiße, Mann, einfach draufhauen. Warum einfach diese gefallen lassen? Verstehe ich nicht, ey. Weicheier. Stattdessen zerkloppt einer unseren Fernseher da, ne? Bescheuert, ey. Ja, genau. Kackwand, ey. Wand einfahren, ey. Ich bin da. Party, man. Wir sind in der Bar in Sausalito. Komm doch rüber. Verlass dich drauf. Mhm. Okay. So, wo ist die fette Schlampe? Was ist denn das? Ich kann keine Mission annehmen. Was ist hier los? Als ob eh nicht funktionieren würde. Komisch. Ich glaube, da ist irgendwas, weil es gab ein Update. Vielleicht liegt es daran, da sind jetzt neue Sachen mit drin. Irgendwas funktioniert nicht. Also, ich werde es mal neu starten. Dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.